Und zwei. Oh. So weit habe ich natürlich jetzt nicht mitgedacht, dass ich hier da oben ein Loch reingemacht habe. Okay. So, der Kollege muss dann einsammeln. Gibt das dann direkt an den Blast Furnace weiter. Der Blast Furnace gibt das an eine Chest. Die wir mit dem da oben verbinden. Und dann sollte das so funktionieren. Das sieht das zwar aus wie eine absolute Abomination, aber wenn es funktioniert, ist mir das egal. Brauchen wir Stein. Dann machen wir das so. Ah, wir brauchen für den noch ein. Wir brauchen irgendwas noch für den, ne? Jetzt muss noch weiter nach unten. Es wäre alles viel einfacher, wenn wir schon einen richtigen Boden hätten. Mache ich den Boden halt dahin, wo er mir gerade nichts bringt. Ja. So, Kiste. Ding. Block Placer. Block Breaker ist verkehrt rumgesetzt. Okay, nee. Nein, 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 komm runter. So muss der Blockbreaker aussehen. So, warte, da brauche ich ja den anderen. Brauche ich dich. Zack, zack, zack. Und in meinem Kopf funktioniert das jetzt so. Könnte man rein theoretisch hier... Mhm.
ist nicht optimal, aber nimmt ihr das? Ja. Jetzt haben wir keine Sticks mehr. Beziehungsweise ich hatte die im Inventar. Man, das ist einfach mal so, mehr braucht der Kollege gerade nicht. Und dann legen wir ihm mal das hier rein. Sagen, er soll placen, er soll breaken. Oh mein Gott, das funktioniert. Ja, nee, ich check die Problematik. Wobei, nee, check ich nicht. Der macht das gleich nach unten rein. Jetzt müssen wir das dann da haben. Okay, das ist da unten unsere Erzekiste. Dann nehme ich noch kurz alle Erze raus. So dass das halt alles dann geordnet da unten drin liegt. Vielleicht wäre eine Kiste dazwischen noch gut gewesen, aber das ist jetzt zu spät. Aber es funktioniert mal so. Kann ich den da wegmachen? Theoretisch unten noch mehr Lager. Achso, ich komme da halt jetzt nicht hin wegen... Doch, komme ich schon. So, dann haben wir aber gut Fortschritt gemacht, also. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo unser ganzes Geld drin liegt. Aber egal. So. Ich glaube, ich habe zu viel gekauft. Gehen nämlich nicht so schnell leer, wie ich befürchtet habe. Kann ich ja nicht so viel einfärben, wie ich mir erwünscht hätte. Kann die Kiste. Ich kann nicht mal die Kiste lila färben. Blau färben. Okay, jetzt haben wir da 4 Spraydosen.
Ja, aber ich glaube, wir haben sehr gut Progress gemacht. Das muss man schon mal ehrlich sagen. Wir müssen rein theoretisch noch den Crafter machen. Das was, den mache ich noch schnell. Dafür brauche ich nochmal zwei von denen. Durch 4, toll. Und dann haben wir Crafter. Keine Ahnung, was kann er mir craften schnell? Keine Ahnung. Der steht halt jetzt einfach da. Ich will jetzt noch schauen, was das ist. Opalus Wrench. Ist noch Tin genug? Ja. Warte. Shift-Steuerung. Ah, okay. Ich will ihn wieder aufs Normale setzen. Aber okay, cool, cool. Ich sollte vielleicht langsam mal was essen, sehe ich gerade. Die ist mir noch nicht aufgefallen bisher. Gut, wenn einer das braucht, dann der Kollege hier. Braucht keinen zweiten Crafter. Und dann wird es nächste Folge weitergehen mit Basic Terminal. Ach du Scheiße. Das wird ein Spaß. Dann Signalum. Da kommen wir dann irgendwie zu Amethyst-Schatz. Ich weiß nicht, wofür wir Amethysts brauchen. Für den Amethyst-Mesh. Und da kriegen wir dann bessere Erze raus. Mit einem Fusion-Alter. Und dann Echo kommen wir. Dann Richtung Bedrock-Stuff. Crazy. Und dann dürfen wir in den Nether. Wissen wir nicht, dann dürfen wir in den Nether, dann können wir halt in den Nether. Da müssen wir auch einen Wither bekämpfen. Nether Infused Water Bucket. Netherite. Dann gibt es noch die Schreine, die wir halt oben gesehen haben. Und da gibt... Oh Gott, gibt es da viele Augen. Und dann geht's ins End. Locate the Stronghold, visit the Dimension. Dragon's Breath. Das Ei. Dragon's Steel. Sind wir mit Ultimate Component. Quantum Prozessor. Techium, Singularities, und dann bye bye. Boah, ich bin gespannt, wie lange ich hier noch sitze. Aber ich hätte das schon gerne durch. Wir werden sehen. Vorerst einmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.